Reiß die zusammen. Okay. Geld, zeitig Geld. Ist echt so. So, okay, was sagen wir jetzt eigentlich? Euer Job ist schon fast so ähnlich wie der vom Zahnarzt. Ihr müsst so Menschen quälen und dann geht's euch gut. Danke an Corona, dass eh nichts lief. Genau, wir haben auch nichts. Shout out. Das ist aber sehr interessant, weil er hat jetzt schnell den Weg zum Ich glaube da dran gemacht, weil... Also ich war ja immer so ein bisschen lost auch, weil ich nicht genau wusste, was ich mit der Kulturgeschichte machen soll. Ich wusste nur, es soll irgendwie was Großes werden. Und mit Corona ist einfach ein großer Bedarf entstanden und aus dem kleinen, wir machen es als Hobby und nebenbei und vielleicht hat der eine oder die andere Firma ja Bedarf an Videomarketing-Material, nicht nur Fotomaterial. Was die Kultur Madame anbelangt oder vor allem die Agentur, hat natürlich Corona gewirkt wie ein Brandbeschleuniger. Selbst Leute, die vorher extrem kritisch waren, was das Digitale anbelangt, können sich eigentlich jetzt vor dem Ganzen oder dem Ganzen gar nicht mehr entziehen. Wer nicht zumindest im ersten Lockdown irgendwie einen kleinen Facebook-Account hatte, konnte gar nichts verkaufen, war nicht mehr klar, ja, gibt es den noch, haben die offen, haben die zu, gibt es Fensterverkauf, kann ich online irgendwas bestellen? Also es war einfach keine Möglichkeit, mit den Kunden in Kontakt zu treten. Und genau diese Entwicklung, die wird ja jetzt in den letzten 2 Jahren von Lockdown zu Lockdown, ich will es gar nicht sagen, aber von, je weiter das geht oder je weiter sich dieses Thema zieht, desto intensiver wird das Thema Digitalisierung auch bei uns hier im, ich sag jetzt mal, eher ländlichen Bereich. Ging es eigentlich los mit der ganzen Digitalisierung von Social Media angefangen, über Online-Shop dann im zweiten Lockdown und ich glaube, das ganze Geschäft ist mittlerweile von unten bis oben verkabelt und es ist herausfordernd, aber es macht total Spaß. Big Boom. We're bringing the noise. Go baby, we bringing our toys. Separate me from the boys. Chopper be singing, she'll be on the voice. Bang, bang, we gonna ride out. Gang, gang, we on. Bei uns in der Friseurbranche ist Digitalisierung jetzt nicht das größte Thema, aber wir haben bei uns im Salon einiges umgestellt. Wir bieten zum Beispiel Online-Buchungen an. Das ist ganz praktisch, weil wir quasi 24/7 erreichbar sind. Kurzfristige Terminausfälle werden dadurch auch wieder gefüllt. Social Media war gerade auch im Lockdown super, weil wir immer sichtbar waren. Über die Homepage, so erreichen uns unsere Kunden. Ja, größte Rückschläge in der letzten Zeit natürlich vor allem auch die Corona-Krise, das vor allem in unserem Business, was Sport und Gesundheit angeht, natürlich schwierig war, weil wir lange ganz geschlossen hatten. Ändern kann man dran nichts. Das Gute dran war, dass die Businessplanung sehr realistisch war und ich deshalb ganz gut aufgestellt war, was sehr viel Sicherheit auch gab, trotz den Unwegsamkeiten. Fehler, die ich gemacht habe in der Vergangenheit, war definitiv, mich manchmal zu sehr zu verkopfen, glaube ich, das immer zu perfekt haben zu wollen bei ganz vielen Dingen. Deswegen auch den emotionalen Druck ein bisschen rauszunehmen und einfach mal die Dinge hintereinander abzuarbeiten und nicht das Gefühl zu haben, man muss alles gleichzeitig machen und es muss immer höher, schneller, weiter, besser sein, sondern es auch mal so zu akzeptieren, wie es jetzt gerade im Moment ist und das gut sein zu lassen. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, was ich verändern würde, weil ich doch sehr viel Druck hatte, so das erste Jahr vor allem, als es dann meine Selbstständigkeit war nach der Übernahme, war das schon emotional anspruchsvoll, auch privat natürlich. Ich habe aus diesem Projekt dann die Agentur entwickelt und dann hin jetzt zum Coworking Space. Ich glaube, ich hätte der Theresa vor 5 Jahren, die immer Angst hat, dass das irgendwie alles nie was wird, was sie sich da vorstellt, da viel Druck rausnehmen können. Wenn sie da schon was gewusst hätte davon. Ich gehe den Weg des Gründens. Ich habe was anderes studiert, eben nicht BWL, sondern Kulturgeschichte. Ich möchte gern so von wegen studieren, sage ich, ja was? Ja, Kulturgeschichte. Dann stehst du natürlich als Vater Otto und denkst dir, Kultur musst du sein, vielleicht als Lehramt oder sowas. Nein. Master? Nein. Ja, nur Kultur. Ja. War schon ein sehr großer Skeptiker. Also er hat nicht erwähnt, dass er zur Kulturgeschichte ja dann auch noch Theologie studiert hat im Nebenfach. Oh Gott, ob aus unserem Kind jemals was wird, kann man mit sowas Geld verdienen? Das hat jetzt ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Wo ich dann immer diejenige war, wo gesagt habe, hey, man muss für das, was man tut, brennen.
Und du siehst, das ist was, wo sie wirklich Spaß dabei hat. Und die hängt sich da rein und ich glaube daran. Aber er hat immer gesagt, weißt, irgendwann muss ja aus dem auch mal was werden, wo sie für sich selber sorgen kann. Und ja, wenn mich die Leute immer fragen, was studiert deine Tochter oder was macht deine Tochter, dann kann ich immer sagen, puh, das weiß ich nicht so ganz genau, was das mal wird. Sobald es fußt und der Theresa wird langweilig, glaube ich, wird sie doch irgendwas anderes anfangen. Das kann ich mir auch vorstellen. Wie gesagt, von Anfang an im sechsten Gang, da geht immer noch irgendwas. Und habe festgestellt, dass ich mir am Ende eigentlich alles selber beibringen musste. Ich wusste nicht genau, wie schreibt man eine Rechnung. Ich kannte mich überhaupt nicht mit Steuern aus. Dieser ganze Prozess, eine Idee haben, wo gehe ich hin, wen frage ich nach Geld. Gut, ich dachte mir dann schon, die Bank. Aber wie funktioniert ein Businessplan? Da gehören ja so viele Sachen dazu, die wichtig sind und die ich finde, die man schon auf jeden Fall in der Schule mal gehört haben sollte und wie. Strukturen überhaupt klarzukommen. Also was muss man alles beachten? Braucht man einen Gesellschaftervertrag? Ist der verpflichtend? Macht der Sinn? Also der macht auf jeden Fall Sinn, aber muss man den haben? Muss man den nicht haben? Muss man Gewerbe anmelden? Wo geht man dahin? Das kostet was. Diese ganzen bürokratischen Angelegenheiten. Welche Rechtsform? Welche Rechtsform macht für uns Sinn? Was ist denn auch nicht nur sinnvoll zur Produktidee erstmal sich ausdenkt und die dann marktreif macht, das hat mich also irgendwie überzeugt und angesprochen, gerade vor dem Hintergrund so von betriebswirtschaftlichen Grundkenntnissen, zum Beispiel betriebliches Rechnungswesen, Marketing, Erstellung einer Homepage, SWOT-Analyse. Solche theoretischen Themen, die man da immer im Unterricht macht, werden hier mal praktisch umgesetzt und mit einer Produktidee erfüllt, die Schüler, das ist ganz entscheidend, sich selber ausdenken müssen. Und das finde ich auch so spannend, dass man nicht irgendwie ein paar Ideen vorgibt, sondern dass man die Schüler nach Markterfordernissen selber überlegen lässt, was jetzt am Markt gerade so gewünscht ist. Also damals in der 9. Klasse hat uns im Wirtschaftsunterricht der Herr Neuhaus gefragt, wie wir am besten unsere Schule digitalisieren könnten. Und dann habe ich einfach in den Raum geworfen, wir könnten ja eine App entwickeln für unseren Schulkiosk, weil es mich selber immer so aufgeregt hat, dass wir so lange warten mussten. Und dann haben wir einfach die Idee übernommen und haben die weiterentwickelt. Im Prinzip ging es darum, einfach nur in der Vorlesung meine Unternehmensgründung zu simulieren und mal zu gucken, was ist eigentlich alles notwendig, um ein Unternehmen auf die Beine zu stellen, egal in welcher Firmierung. Wir hatten dann ein Teamprojekt und haben dann quasi 2-3 Vorschläge im Team gehabt, was man denn so als Unternehmen umsetzen könnte. Und da mein Hintergrund einfach schon immer der war, dass Sport absolut mein Lebensinhalt war, kam ich dann mit der Idee, ein Studio zu gründen, das einfach mal so ein bisschen Teamfeeling in den Bereich Fitness mit reinbringt. Auf jeden Fall, weil ich finde gerade, das bringt sehr viel eben auch für die Zukunft und für das spätere Leben. Und ich finde das eigentlich sehr wichtig. Ich glaube, dass im Laufe der Zeit, und ich sehe es ja gerade auch an dem Planspiel Gründerwerkstatt, dass in der Q11 und Q12 stattfindet, dass da jetzt wirklich sich 2 Schüler selbstständig gemacht haben und neben dem Studium schon was Eigenes aufziehen. Und ich glaube, wenn man die heute fragt, natürlich nach ihren Anfangsschwierigkeiten und so weiter, aber die werden vielleicht sagen, das lässt sie nicht mehr los, das möchten sie weitermachen. Und wenn der eigene Spaß dabei ist und die eigene Motivation, ich denke, wenn das Produkt oder die Dienstleistung nicht ganz daneben ist, dann kommt der Spaß bei der Sache. Und so könnte man sagen, das Leben kann da eine schöne Wendung nehmen, da kann ich ein bisschen zu beitragen als Lehrkraft, wenn man in die Richtung mehr anbietet. Ja, also ich konnte aus dem Projekt ziemlich viel mitnehmen. Was natürlich am wichtigsten ist, es hat einem mal einen grundsätzlichen Einblick darin gegeben, wie es ist, ein Geschäft zu gründen, sich eine Idee zu überlegen und das dann auch wirklich auszurechnen, ob es denn Sinn macht. Also ich würde sagen, es bringt einem schon viel fürs Leben, falls man eine Person ist, die damit überlegt, sich vielleicht irgendwann mal selbstständig zu machen. Wenn man da die Möglichkeit hat zu sagen, hey, es gibt übrigens neben den gängigen Möglichkeiten auch noch die Möglichkeit zu sagen, ich mache was Eigenes. Ob das eine Selbstständigkeit ist, eine Unternehmensgründung oder ein Startup oder mit Freunden zusammen was, ist, glaube ich, in dem Sinn gar nicht so wichtig, sondern einfach, dass diese Möglichkeit im Kopf geschürt wird. Und das tun solche Projekte. Deswegen glaube ich, das hätte für mich tatsächlich auch so ein kleiner Kickstart sein können,
aber vielleicht auch nicht. Ja, das vielleicht schon früher ein bisschen beginnt. Dass man einfach die Kids so ein bisschen hinter die Kulissen schauen lässt. Was steht eigentlich so alles in einem Unternehmen? Was muss man alles beachten und machen? Trotzdem denke ich, dass der richtige Zeitpunkt, so wie es bei mir war, einfach der Zeitpunkt in der weiterführenden Schule, also in den höheren Klassen oder vielleicht auch im Studium ist, weil du dann schon so ein bisschen gefestigt bist und weißt einfach auch, ja, auf was es ankommt oder was wichtig ist. Sonst ist oft, glaube ich, zu früh, um das, dieses komplexe Ganze, was es definitiv ist bei einer Gründung, auch zu umreißen. Was vielleicht noch ganz nützlich sein könnte, ist, dass auch an einem Tag zum Beispiel Gründer eingeladen werden, die dann die Klasse besuchen, denen die Schüler dann aktiv Fragen stellen können, die vielleicht noch nicht geklärt sind, die der Lehrer auch nicht so gut beantworten kann wie ein Gründer selber, da das natürlich dann nochmal einen besseren Einblick ja, verschafft. Wie der Herr Neuhaus heute gesagt hat, es macht mehr Sinn, anstatt nur frontal auf die Schüler einzuquatschen, dieselbe im Praktischen mal machen zu lassen und ihre eigenen Ideen entwickeln. Was würde junge Gründer mit auf den Weg gehen? In erster Linie einfach machen und nicht allzu viel aufs Umfeld hören. Weil ich sag mal, da draußen sind halt zu viele Leute, die halt sehr, sehr ängstlich sind und sie halt nicht allzu viel zutrauen und die geben, sage ich jetzt mal, das Negative an dich weiter. Und wenn du der Meinung bist, dass es auch passt und dass du es probieren kannst und natürlich schon irgendwo sagst, okay, wenn es nicht klappt, dann bin ich jetzt nicht gleich verschuldet, bis ich 83 bin, dann die das auf jeden Fall machen und probieren, sage ich jetzt mal. Um das wirklich auf den Punkt zu bringen, ja, persönlichkeitsabhängig, weil du musst es wirklich wollen. Also wenn du was nicht lebst, glaube ich, kommt es von der Idee nicht zur Umsetzung, weil vorher schon so viele Faktoren von rechts und links eine Rolle spielen, dass du vielleicht den Endschritt dann nicht gehst. Komm, leg dich an mit den Ängsten deiner Träume, doch lass mich ran. Was dich down macht, denk an heute, denn seh dich an. Du bist viel mehr als die meisten. Wir sind high und dann auf Drogen, heute schon zweimal abgehoben. Props an dich, du bist alles, was ich hab. Du bist alles, was ich will. Du bist alles, was ich hab. Du bist alles, was ich will.